Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Juskis Infrarotheizung. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Heizgerät für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Heizgerät unten in der Videobeschreibung verlinken. Damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Brrr, langsam wird es bitterkalt, der Temperaturumschwung. Jetzt im Oktober ging schon wieder ziemlich flott von der Sache. Und deswegen suchen viele Leute nach Wärmequellen für ihre vier Wände. Und das ist auch eine sehr gute Entscheidung. Bei diesem Heizgerät hier hat mir vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gefallen. Für eine effiziente und praktische Wärmequelle für zu Hause finde ich, ist das wirklich ein sehr faires Angebot. Denn auch die Qualität des Heizgerätes kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch das Design finde ich durchaus schick, passt in jede moderne Wohnung. Aber gar keine Frage, das soll der Freund der warmen Wohnung natürlich ganz alleine beantworten. Ich kann hier wirklich nur Tipps und Meinungen dazu abgeben, wie ich das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Heizgerätes wahrnehme und wie bereits gesagt, dies empfinde ich in der Tat als positiv. Ja, dazu sei noch gesagt, dass es 1000 verschiedene Heizgerätschaften auf dem Markt gibt. Also schau dich auf jeden Fall um, was deinen Bedürfnissen entspricht. Denn hier hat einfach jeder andere Vorstellungen davon, wie man die eigenen vier Wände am besten wärmen kann. Das soll's dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass ich dir ein paar nützliche Tipps und Ratschläge rund um das Thema Heizgerät für die eigenen vier Wände mit auf den Weg geben konnte. Das Amazon-Angebot zu diesem Heizgerät werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen, warmen Tag. Alles Gute, ciao.